Die MTU setzt beim elektrochemischen Abtragen, kurz ECM, zwei unterschiedliche Bearbeitungsprozesse ein. Gemeinsam ist ihnen der fehlende Kontakt zwischen Werkzeug und Werkstück. Stattdessen basiert das Abtragprinzip auf der sogenannten anodischen Metallauflösung während der Elektrolyse. Die Verfahren kommen beispielsweise bei der Fertigung dreidimensionaler Blisk-Schaufelblätter aus Nickel-Basislegierungen zur Anwendung. Während hinter dem klassischen ECM die Vorkonturbearbeitung steckt, stellt das präzisere PECM die Endkonturbearbeitung dar. Die exakte Vermessung des Bauteils sichert eine hervorragende Fertigungsqualität ab.